Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Heute fahre ich für euch den Audi e-tron 55 Quattro. Viel Spaß beim Zuschauen. You're always searching for a better thing. Wanna replace me? I'm in a place that I've never been. It's worse than lonely. Can someone tell me they see good in me? There's good in me. Cause I got doubts, I got doubts, I got doubts, yeah. Sometimes I wanna risk it all. Since you left me, struggle, baby, I see pain. Cause I got nothing. Can someone tell me they see good in me? Ich sitze in dem Audi e-tron 55 Quattro und fahre damit hier in der Nähe von Hamburg bei typisch Hamburger Schiedwetter. Es regnet Bindfäden in Strömen. Insofern werden sich heute die Außenaufnahmen und vor allen Dingen Drohnenaufnahmen in Grenzen halten. Ich denke, das wird heute nicht möglich sein, mit einer Drohne um dieses Auto zu fliegen und euch ein paar tolle Außenaufnahmen zu bringen und zu zeigen. Müssen wir mal gucken, ob das vielleicht nachher kurz aufhört zu regnen. Dann geht das. Ich sitze im Audi e-tron 55 Quattro und fahre hier auf einer Landstraße und genieße dieses Auto im Moment einmal und will mir heute anschauen, was es kann. Ich habe schon viel darüber gesehen jetzt auf YouTube-Videos. Die Jungs von Clean Electric haben ja in ihrem Podcast auch schon darüber berichtet. Auch ich hatte einen Termin in München bei dem Meteoroid, dieses Auto Probe zu fahren. Den Termin habe ich dann aber gecancelt, weil ich die Möglichkeit bekommen habe, hier in Hamburg dieses Fahrzeug zu fahren. Und da muss ich nicht extra nach München dafür. Das hier ist ein relativ einfach ausgestatteter Testwagen, wobei einfach relativ ist. Der Audi e-tron Quattro hat schon sehr, sehr viele Extras an Bord. Trotzdem gibt es noch reichlich in der Preisliste zu bestellen und zu gucken. Die Preisliste ist rund 80 Seiten lang. Und wenn man die reinen Textseiten abzieht, sind es noch über 60 Seiten, auf denen Features aufgeführt sind, die man für dieses Auto noch ordern kann. Man kann hier tatsächlich, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Lenkräder wählen, 4 verschiedene Sitze, diverse Felgen, Farben, ein Schiebedach, mehrere Innenausstattung, Designpakete. Also da ist, wie man das so von deutschen Premium-Herstellern kennt, reichhaltig Auswahl, sich das Auto zu individualisieren und zusätzliche Extras zu bestellen. Den Kern, das Auto selber, die Motorisierung, den Wagen, da gibt es nur eine Version, die man bestellen kann mit auch nur einer Leistung und einer Batterie. 95 Kilowattstunden Batterie sind hier verbaut. Und alles andere, alle Features, die ich da noch bestellen kann in dem Katalog, sind ja nice to have. Einen anderen Sitz, ein anderes Lenkrad, das ist alles nett, aber hat mit der grundsätzlichen Leistungsfähigkeit des Autos nichts zu tun. Insofern kann man natürlich auch den Preis des Autos noch weiter treiben. Der Grundpreis sind 79.900 Euro, glaube ich, also knapp 80.000 Euro. Und man kann das Ganze mit den Features, die es dann noch gibt, relativ schnell in Richtung 100.000 Euro treiben. Kurz drunter bleibt man dann hängen. Ich habe das gestern mal probiert. 99.000 irgendwas war der Preis. Da bin ich dann praktisch kleben geblieben, obwohl ich mich bemüht habe, alles anzuhaken. Was interessant ist an dem Auto, es gibt eine Anhängerkupplung bis zu 1800 Kilo, also 1,8 Tonnen kann man hier ziehen an Anhängerlast. Gebremst ist das dann, glaube ich. Insofern ist das eins der sehr wenigen Elektroautos, die man mit einer Anhängerkupplung bestellen kann und die dann auch nicht nur einen Fahrradgepäckträger tragen können, sondern auch vernünftig was ziehen können. Ja, Audi ist aus meiner Kindheit, muss ich sagen, das ist so ein Held meiner Kindheit, möchte ich fast sagen. Das ist eine Marke, die von einer relativ biederen Markenpräsenz in den 70er Jahren es geschafft hat, heute zu einer der Top-Marken zu werden und ein Top-Image zu haben. Das ist vor allem nach meinem Dafürhalten 2 Dingen geschuldet. Das eine ist der Quattro-Antrieb, war damals die Sensation, als Walter Röhr und mit diesem Audi Sport Quattro den anderen halt um die Ohren fuhr und kein Kraut mehr gegen dieses Auto gewachsen war. Die haben, ich weiß nicht wie viel mal, die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen. Und danach war jedem klar, Quattro, damit liegst du wie ein Brett auf der Straße, kommst um jede Kurve und kannst die Leistung auf die Straße bringen. Und da waren sie für mich auch
mit Abstand führend, lange, lange Zeit. Ich habe auch andere Autos gefahren, die Allradantriebe hatten. Das System von Audi war eigentlich immer vorne. Es gibt auch viele Videos, wo Fahrzeuge mit Allradantrieb eine Skipiste hochfahren, kann man sich bei YouTube angucken. Die Audis kommen eigentlich überall durch. Und der zweite Punkt war die technische Finesse, also das Armaturenbrett zum Beispiel, die technischen Features, dieses virtuelle Cockpit, was dieses Auto hier auch hat, das sind alles so Features. Vorsprung durch Technik heißt ja der Slogan und ich glaube, so ist das auch gemeint. Aber in Zeiten von Elektro wird es dann etwas schwieriger. Der Quattro-Antrieb, der ja noch mechanisch ist, ist hier mit zwei Elektromotoren relativ einfach herzustellen. Und es gibt auch viele andere Anbieter, die mit zwei Elektromotoren einen Allradantrieb realisieren und damit dann, ja, ich sag mal, zu diesem Quattro-Antrieb auch deutlich aufschließen können. Insofern spannend, wie Audi sich hier aufstellt und ob sie es schaffen, mit ihrem Feature, mit ihrem Fahrzeug diese Position zu verteidigen, sag ich mal. Dieses Auto habe ich hier heute Vormittag nur für 3 Stunden. Das wird also ein relativ kurzer und knapper Review über dieses Fahrzeug. Vielleicht bekomme ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal die Gelegenheit, ein Auto für längere Zeit zu fahren. Das hier ist so ein Vormittag mit dem Audi e-tron Quattro rund um Hamburg. Und insofern ist das ein erster knackiger, komprimierter Eindruck zu diesem Fahrzeug. Was mir sofort aufgefallen ist in diesem Auto, ist die Ruhe, die dieses Auto vermittelt, muss man ganz deutlich sagen. Das Auto ist sehr, sehr gut gedämmt und fährt sehr leise. Das Einzige, was ich tatsächlich höre, ist der Elektroantrieb von der Hinterachse. Man hört das so ein bisschen von hinten, klingt so ein bisschen wie eine Straßenbahn. Das finde ich, ist deutlich hörbar, ist keine Kritik. Und ist auch nicht zu laut oder sowas, aber schon interessant, dass man das trotz dieser guten Dämmung so deutlich hört. Und es ist vielleicht auch gewollt, denn beim Verbrenner will ich ja auch das Motorengeräusch hören. Ich weiß gar nicht, ob das hier gewollt ist, dass man so ein bisschen dieses elektrische Motorengeräusch mitnimmt während der Fahrt und nicht komplett lautlos hier durch die Gegend gleitet. Gesagt, das ist kein Geräuschniveau, was mich irgendwie stören würde, sondern ganz im Gegenteil, ich höre den Motor. Ich denke, es wird gewollt sein. Ja, mein erster Fahreindruck mit diesem Auto. Also das Auto ist vom reinen Fahren eigentlich über alle Kritik erhaben. Es hat eine Luftfederung. Ich gleite förmlich über die Straße, ohne aber so den Kontakt zu verlieren. Es ist ein sehr angenehmes, straffes, aber auch sehr komfortables Fahren und dahin gleiten mit der Luftfederung, das wirklich gut gemacht. Der Wagen liegt gut auf der Straße, ist ja klar, Batterien, Unterboden, bietet immer einen niedrigen Schwerpunkt und damit auch eine gute Straßenlage. Die habe ich hier auf jeden Fall. Ich habe eine hohe Sitzposition, eine gute Übersicht eigentlich und sitze hier ganz entspannt. Der Wagen fährt super entspannt, ist gut geräuschgedämmt. Fährt sehr komfortabel. Ich habe die Einstellungen an und für sich alle auf automatisch gelassen. Habe da also nichts weiter dran verändert. Ich fahre im Komfortmodus oder im Automatikmodus, in dem das Auto mich quasi kennenlernt und dann sich so optimiert, dass es meinem Fahrstil am dienlichsten ist, wenn man so sagen darf. Man kann hier verschiedene Fahrmodi abrufen. Sportliche und ökonomische Fahrmodi, in denen das Auto gezielt in eine bestimmte Richtung optimiert wird. Ich fahre in Automatik und überlasse es dem Auto selbst, mich da zu unterstützen. Ein auffälliges Extra an dem Fahrzeug sind die elektrischen Außenspiegel. Die hat dieser Testwagen nicht, aber die habe ich ja schon auf der Messe in Paris gesehen, wo ich zum ersten Mal Kontakt zu diesem Auto hatte und auch zum ersten Mal drin saß. Die elektrischen Außenspiegel, die Kamera-Außenspiegel, haben den Vorteil, dass der CW-Wert dieses Autos reduziert wird, der Windwiderstandsbeiwert. Das Ganze wird also etwas strömungsgünstiger und damit habe ich weniger Verbrauch und gewinne mehr Reichweite. Das ist der erste Vorteil dieser Spiegel. Der zweite Vorteil dieser Kameras, nicht Spiegel,
ist, dass ich den Winkel dieser Kameras in Abhängigkeit von der Fahrsituation verstellen kann. Fahre ich auf der Autobahn, haben diese Spiegel einen anderen Kamerawinkel, als wenn ich in der Stadt fahre. Wenn ich einparke, habe ich wieder einen anderen Winkel. Das heißt, der Spiegel oder die Kamera optimiert ihr Bild auf die Fahrsituation, in der ich gerade bin, und optimiert ihr Bild auf das, was ich jetzt in dieser Situation wahrscheinlich sehen werde und auch sehen möchte. Das ist natürlich sehr positiv. Nachteilig fand ich an dem System, dass zumindest hier auf der Fahrerseite die Distanz zu dem Display, das ist mir ein Tick zu kurz. Da muss ich immer sozusagen neu fokussieren, wenn ich da reingucken will. Ich gucke raus, dann kann ich ohne eine andere Fokusebene zu haben, den Außenspiegel hier normal betrachten. Wenn ich auf so ein Display gucke, das ist hier im Wageninneren verbaut, da muss ich schon praktisch einen Augenblick länger gucken und sozusagen meine Augen scharf stellen, um dann wieder, wenn ich rausgucke, wieder neu auf die Straße wieder scharf zu stellen. Das empfand ich als ein bisschen lästig. Das ist auf der Beifahrerseite viel einfacher, weil der Unterschied da nicht so groß ist. Das ist sozusagen die gleiche Schärfenebene. Da war das für mich kein Problem. Hier würde ich sagen, bin ich mit diesen konventionellen Außenspiegeln vollkommen glücklich und müsste jetzt diese elektronischen Spiegel nicht unbedingt haben. Von der Verarbeitungsqualität hier im Innenraum, das ist ohne jeden Zweifel absolut top verarbeitet, kann man einfach so sagen. Ich habe hier drei verschiedene Displays zur Verfügung. Ein zentrales Display vor mir, das auch dieses Virtual Cockpit hat. Das ist also nur noch ein Display, auf dem Rundinstrumente eingeblendet werden. Ich kann mir dort aber verschiedene Dinge einblenden, unter anderem auch die Karte, wie ich fahren muss. Ich kann die Karte auch relativ groß machen, sodass ich praktisch hier meine Navi habe. Es gibt optional dafür noch ein Head-Up-Display, da hätte ich praktisch vier Displays. Eins, zwei in der Mittelkonsole, das hier und noch das hier. Das Head-Up-Display wären vier Displays, die im Prinzip mich als Fahrer informieren. Schon irre, absoluter Informations-Overkill sozusagen. Aber hier mit dem Fahrzeug, es hat kein Head-Up-Display, es hat aber dieses Virtual Cockpit, und ich kann mit View hier entsprechend mir die Größe hier in der Anzeige optimieren, kann hier verschiedene Dinge mir anzeigen lassen, zum Beispiel auch die Navigation in groß. Ist schon ganz beeindruckend. Und das ist so die Perspektive, wie ich jetzt auch fahre, sodass ich ganz gut gucken kann, wo muss ich jetzt hin, wo bin ich. Dann habe ich das Zentraldisplay in der Mitte, auf dem ich alle Einstellungen vornehmen kann. Das Display hat eine mechanische Rückmeldung. Das heißt, ich tippe zwar auf eine glatte Oberfläche, aber ich kriege durch Vibration so eine leichte mechanische Rückmeldung, dass ich da tatsächlich auch einen Knopf gedrückt habe. Das ist ganz angenehm. Das kann man einstellen und auch abschalten. Aber ich finde es ganz angenehm, ehrlich gesagt. Darunter ist das Display für die Klimatisierung. Dort kann ich einstellen die Temperatur links und rechts und ich kann die Sitzheizung bedienen. Klimaanlage einstellen. Das Display hat aber noch eine zweite Funktion. Immer dann, wenn ich in dem oberen Display in eine Situation komme, wo ich Buchstaben eingeben muss, zum Beispiel bei der Navigation, wenn ich den Straßennamen eingeben muss, dann ist die Buchstabentastatur dort unten auf dem unteren Display. Und ich kann auch zeichnen, also ich kann auch Buchstaben schreiben, sozusagen A, B, C kann ich so auf das Display schreiben. Das Navigationssystem von Audi ist richtig klasse. Es ist vor allem sehr, sehr schnell. Allerdings handelt es sich wahrscheinlich um das ganz normale Audi Navi, das man um Elektrokomponenten ergänzt hat, denn das Navi zeigt auch Benzintankstellen an. Ich habe es dann einfach mal probiert und eine Adresse in München eingegeben, Stadtzentrum. Diese Aufnahme ist jetzt 1:1 ungeschnitten und auch an der Geschwindigkeit unbearbeitet. Und dann könnt ihr mal sehen, wie schnell der Audi hier nach München navigiert. Und eines ist ganz klar, 762 Kilometer komme ich mit dem Akku nicht. Und das hat der Audi auch sehr schnell gemerkt und warnt mich gleich, aha, ich komme mit dem Akku nicht bis ans Ziel, soll ich dir bei der Routenplanung mit Aufladen helfen? Das macht der Audi relativ schnell, werdet ihr gleich sehen. Allerdings plant er hier nur normale Allego
Ladesäulen ein, wahrscheinlich 50 kW Säulen. Er plant nachher mit insgesamt 5 Stops, die alle über eine Stunde dauern. Das sind auf der Strecke Hamburg-München über 5 Stunden Rumgewarte an irgendwelchen Ladesäulen. Das geht natürlich nachher schneller. Der Audi lädt bis zu 150 Kilowatt Leistung an den CCS-Säulen von Ionity. Das hier ist allerdings eine Planung ohne irgendeine Ionity-Säule. Und da dauert es dann doch deutlich länger, als es sein könnte. Die Fahrbatterie von Audi hat eine Kapazität von 95 Kilowattstunden und ist natürlich, wie heute üblich, im Unterboden des Autos verbaut. Das ist eine Aufnahme von der Automesse Paris letzten Jahres. Da könnt ihr das Chassis ganz gut sehen. Der Karosserieaufbau vom Audi 55 e-tron entspricht dem eines normalen Audis. Das ist der Fußraum vom 55 e-tron und das hier ist der Fußraum vorne von einem Audi SQ5. Wie ihr seht, kein sehr großer Unterschied. Die Batterie trägt da nicht so dick auf. Das ist der Audi e-tron hinten. Und dazu im Vergleich ein Audi SQ7, etwas größer. Und man sieht, es geht etwas weiter runter mit den Fußtaschen, wo der Sitz hinten seine Füße hat. Aber eigentlich ist es ganz gut gemacht. Was auch gut ist, ist der Kofferraum. 660 Liter Kapazität, 1725 Liter, wenn man alles umklappt, sind sehr ordentliche Werte. Hinten ist genug Platz. Der Vordersitz war auf meine Größe eingestellt und hinten ist ausreichend Platz. Es gibt einige Annehmlichkeiten für die hinteren Passagiere, Klimatisierung, USB-Aufladen und so weiter. Ist alles sehr nett gemacht. Es gibt aber auch ein paar Punkte, die mir unangenehm aufgefallen sind. Das eine ist dieses große schwarze Loch in der Mittelkonsole. Da müsste eigentlich eine Abdeckung drüber sein. Dann der Kabelsalat unter der vorderen Motorhaube. Im Ernst, Audi, so gebt ihr die Autos raus? Und der kleine Kofferraum da vorne fürs Ladeequipment, der ist praktisch nicht wirklich nutzbar. Warum, zeige ich euch jetzt. Was mir aufgefallen ist beim Laden, Audi hat sich da was Tolles ausgedacht. Die Ladebuchse ist auf der Fahrerseite hier im Kotflügel vorne verbaut. Eine Situation, die ich nicht immer sehr glücklich finde. Wenn man vorwärts an eine Ladesäule ranfährt, ist das sicherlich klasse. Sobald ich am Straßenrand parke und die Ladesäule auf der Beifahrerseite sich befindet, finde ich das doof, denn da muss ich mit dem Ladekabel ums ganze Auto rum und ich stehe auch, wenn ich das Ladekabel reinstecke, im Prinzip mit dem Hintern auf der Straße. Das kenne ich von anderen Elektroautos, ist immer ein bisschen nervig. Dafür kann man bei Audi aber auf der Beifahrerseite auch eine Ladebuchse ordern. Die hat der Wagen hier nicht, aber zeige ich euch gleich. Vorne unter der Motorhaube hat der Audi einen kleinen Kofferraum, indem man das Ladeequipment, Ladekabel und so weiter aufbewahren kann. Was mir da aufgefallen ist, dieses Auto hat auf dem Schlüssel leider keine Funktion, mit der ich diesen vorderen Kofferraum öffnen kann, sondern ich muss tatsächlich hier unten runter, wie bei jedem Verbrenner, in den Fußraum des Fahrers, da den Hebel ziehen, dann geht vorn die Haube auf. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Entweder habe ich was übersehen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie das sonst geht. Dann könnt ihr mir hier unten ins Video schreiben. Ich habe auf die Schnelle hier so nichts anderes gefunden. Zeige ich euch aber gleich. Jetzt gehen wir erstmal raus in die Kälte und ins Nasse. Und ich zeige euch kurz das Aufladen und auch die Haube beziehungsweise den Frunk. Geh hier mal runter, hier unten runter. Wer den Audi aufladen will, der muss sich bücken, wenn vorne das Ladekabel drunter ist. Echt unpraktisch gemacht. Die Ladeabdeckung ist auf der Fahrerseite, könnt ihr hier schön sehen, toll gemacht. Der Typ 2 Stecker hat keine Abdeckung, da muss man nicht lange rumfummeln, darunter sind die Kontakte für CCS. Der Wagen lädt dreiphasig mit 11 kW und CCS mit bis zu 150. Ja, dann kommen wir vorne zur Haube und wie üblich ist die verriegelt. Da muss man erst umständlich rumfummeln, um unten diese Entriegelung zu finden und beiseite zu schieben. Mal ganz im Ernst, der Käufer eines 100.000 Euro Autos hat doch keine Lust, sich jeden Abend die Finger abzubrechen, um ans Ladekabel zu kommen, oder? Tatsächlich hat dieses Auto ein Feature, was ich so noch nicht bei einem Elektroauto erlebt habe und was ich im Moment gerade ausprobiere. Und ich glaube, ich finde das auch ganz klasse. Das ist die automatische Rekuperation. Bedeutet Folgendes. Ihr werdet jetzt sagen, Rekuperation hat doch jedes Elektroauto. Stimmt, ist auch so.
aber dieses Auto verstellt die Rekuperationsleistung je nach Fahrsituation. Das heißt, wenn ich den Fuß vom Gas nehme, gibt es Situationen wie auf einer Autobahn, wo ich ja, ich sag mal, wo ein Nicht-Rekuperieren, also ein Dahinrollen, die günstigste Variante wäre. Und dann gibt es Situationen wie in der Stadt, wenn ich auf einem Stauende auflaufe oder wenn ich an einer Kreuzung rechts abbiegen muss gleich. Wenn ich dort den Fuß vom Gas nehme, dann muss ich langsamer werden und dann wäre es besser, der Wagen würde rekuperieren, das wäre dann günstiger. Und sofern ich dieses Auto mit den entsprechenden Informationen versorge, zum Beispiel, dass ich hier auf der Navigation eine Route eingebe, kombiniert das Auto die Route zusammen mit der Radardiagnostik vorne, ist vor mir frei oder nicht, mit den Kameras, die dieses Auto hat, und bildet sich daraus eine Meinung, ob ich jetzt an dieser Stelle rekuperieren sollte oder nicht. Und das macht er automatisch. Das habe ich vorhin gemerkt. Sobald vor mir kein Auto ist zum Beispiel, wenn ich den Fuß vom Gas nehme, dann segelt er. Wenn vor mir ein Auto ist, dann rekuperiert er schon. Wenn ich irgendwo abbiegen muss, weil die Navi weiß, da vorne an der Kreuzung die nächste rechts, dann rekuperiert er relativ stark, dass der Wagen fast zum Stehen kommt. Da muss man sich zum ersten Mal ein bisschen dran gewöhnen, weil bei den meisten Autos ist die Rekuperation fest eingestellt oder sie lässt sich im Menü des Autos verstellen und man hat sich da meistens so einen festen Wert rausgefummelt. Aber wenn man sich darauf kurz eingelassen hat und auch daran gewöhnt hat, dann ist das extrem angenehm, weil es tatsächlich Situationen gibt, wo das mit dem Segeln besser wäre. Und dann muss ich nicht mit dem Gaspedal genau zirkeln, um diesen Punkt zu treffen, an dem das Auto segelt, sondern dann kann ich ganz gedankenverloren eigentlich den Fuß vom Gas nehmen. Das Auto macht das von alleine und das macht es sehr gut. Insofern finde ich, das ist ein Feature, was sie echt gut hingekriegt haben. Das kann man hier einstellen im Menü des Autos, ob man diese Rekuperationsleistung automatisch haben möchte oder ob man eine feste Rekuperationsleistung haben möchte, die man dann hier einstellen kann. Ich habe den auf Automatik stehen und insofern finde ich das richtig klasse. Ein Thema, was immer im Zusammenhang mit diesem Auto erwähnt wird, ist das Thema Verbrauch. Schon die Werksangabe, ich habe hier extra nochmal mir den Audi e-tron Prospekt geholt, liegt relativ hoch, nämlich WLTP, der neue Verbrauchsmesszyklus, zwischen 22,6 und 26,2 Kilowattstunden Verbrauch. Das ist eine ganze Menge. Allerdings ist das auch ein Fahrzeug, das ein gewisses Gewicht hat, 2,5 Tonnen wiegt dieses Auto leer. Es ist ein Geländewagen, es ist ein SUV, also von daher muss man das ein bisschen im Kopf haben, wenn man die Verbrauchswerte mit anderen Elektroautos vergleicht. Reichweite nach WLTP bis zu 417 Kilometer. Das schafft man natürlich nur, wenn man hier alles ausreizt, alle Eco-Modis ausreizt und wenn man ein Fahrprofil anbieten kann, das auch Rekuperation anbietet, dann schafft man das. Der Anteil an Rekuperation ist relativ hoch oder muss relativ hoch sein, wenn ich eine vernünftige Reichweite haben will. Wenn ich nur Autobahn fahre oder nur Landstraße, dann komme ich da natürlich nicht hin. Die reale Reichweite, die man in der Praxis damit erreichen kann, wird so zwischen 300 und 350 Kilometern gesprochen für dieses Auto. Und jetzt wollen wir mal gucken. Dieses Auto ist, das filme ich euch jetzt mal hier mit dieser kleinen Handkamera hier, zack, so. Dieses Auto hat einen Batteriefüllstand von 62%, also ist nicht voll. Und wenn ich jetzt hier gucke, hoppla, dann habe ich noch eine Reichweite von 191 Kilometern. Das heißt, ich komme also locker über 300 Kilometer mit dem Akku, wenn ich mich hier ein bisschen vorsehe. Als ich diesen Wagen übernommen habe, standen da auch schon 190 Kilometer Reichweite. Das heißt, das Auto hat sich mittlerweile an mich gewöhnt und an meine Fahrweise gewöhnt und hat gemerkt, dass ich da relativ sparsam mit umgehe und hat insofern die Reichweite nochmal optimiert. Mein Verbrauch auf meiner kleinen Probefahrt hier ist, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, 29,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometern im Durchschnitt. Das finde ich recht viel. Ich bin ein Stück Autobahn gefahren, ich bin Landstraße gefahren, ich bin auch ein Stück innerstädtisch gefahren. Ich habe versucht, von allem so ein bisschen einen Mix hinzukriegen. 29,5 ist, finde ich, relativ viel, aber nicht bedrohlich oder bedenklich. Aber es ist natürlich so, mein Tesla würde
Tesla Model S würde kurz über 20 verbrauchen, ist allerdings auch kein Geländewagen, kein SUV. Und ich schätze mal, ein Tesla Model X würde so bei 25 vielleicht liegen. Das ist kein Beinbruch, aber er verbraucht einen Tick mehr als die anderen. Wenn ich hier weiter gucke in den Speicher des Autos, in den sogenannten Langzeitspeicher, dann sieht man, dass das ein Testauto ist. Hier ist ein Verbrauch dran von 34,2 Kilowattstunden. Den halte ich für irreal. Ich glaube, dass hier jeder sich einfach reinsetzt und damit rumjuckt und einfach mal fährt. Das kann man so, glaube ich, nicht für das Fahrzeug stehen lassen. Ich denke, mein Verbrauch hier von 29,6, das müsste eher so in die Richtung gehen, wie man nachher fahren kann oder wie man nachher mit dem Auto umgeht. Die Kernfrage für mich, ist das Auto ein sogenannter Tesla-Killer? Würde ich sagen, nein. Und ich würde auch sagen, dass es von Audi auch nicht als Tesla-Killer platziert worden ist. Das wird wahrscheinlich erst das nächste Auto sein, das e-tron GT-Fahrzeug, das baugleich ist mit dem Porsche oder auf der gleichen Technik basiert wie der Porsche Taycan. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da sehr offensiv gegen Tesla sich positionieren will. Das hier ist was ganz anderes. Ich denke, das ist ein Auto für den typischen Audi-Kunden, der bis jetzt vielleicht Q5, Q7 gefahren hat, der auch gern mal elektrisch fahren möchte und natürlich von seiner Marke Audi ein entsprechend adäquates Fahrzeug auf dem aktuellen Stand der Technik erwartet, wo er auf der einen Seite seine gewohnte Audi-Umgebung wiederfindet und auch die Features, die er am Audi geliebt hat, und auf der anderen Seite findet er State-of-the-Art elektrische Antriebstechnik wieder in dem Auto. Und ich glaube, die Kombination, die ist interessant für den typischen Audi-Kunden oder für einen Kunden einer anderen Marke, der gern mal Audi fahren möchte und der dieses Fahrzeug vielleicht liest und dann sagt, die nächsten 2-3 Jahre möchte ich mal elektrisch Audi fahren. Ich glaube, das ist die Zielgruppe, die nachher auf dieses Auto reflektiert und die mit diesem Auto vom Audi-Händler vom Hof geht. Der Audi 55 e-tron geht in weniger als 6 Sekunden von 0 auf 100. Klingt toll, trotzdem fehlt ihm so dieser Punch, wie man ihn von Tesla-Modellen zum Beispiel kennt. Es bleibt also noch genug Luft nach oben für eine S-Version. Und ich denke, das sollte auch so sein. In meinem Testwagen war hinten der Kofferraum voll mit ganz vielen kleinen Audis. Vielleicht nehme ich so einen mit nach Hause, lege ihn unter das Kopfkissen und träume noch ein bisschen vom Audi 55 e-tron Quattro. Yeah.